Wie geht es ihm heute und was lernt er aus der Tragödie? Travis Scott gibt das erste Interview seit der fatalen Massenpanik. Im November kommt es beim Astroworld Music Festival des Rappers zu einem schrecklichen Vorfall. Es bricht eine Massenpanik aus, die 10 Menschen das Leben kostet. 100 weitere Besucher werden verletzt. Knapp ein Monat nach dem Unglück gibt Travis dem Moderator Charlamagne Tha God jetzt ein ehrliches Interview und beantwortet die brennenden Fragen seiner Fans. Dabei ist deutlich zu sehen, wie mitgenommen der Musiker ist. Wie fühlt er sich nach all dem? Ich mache gerade eine Achterbahn der Gefühle durch. Es ist so hart, weil ich mit meinen Fans mitfühle und verstehe, was sie jetzt durchmachen. Es tut weh. Es tut mir weh und meiner Community. Ich habe viel nachgedacht, vieles gefühlt und eine Menge getrauert und versucht, das Ganze in meinen Kopf zu kriegen. Doch nicht nur Travis ist schwer traumatisiert, sondern vor allem die Familien der Opfer. Welche Worte würde der 29-Jährige gerne an sie richten? Ich würde ihnen sagen, dass ich für immer für sie da sein werde. Ich mache das gemeinsam mit euch durch und ich liebe euch. Ich werde immer da sein, um euch dabei zu helfen, zu heilen. Ich verstehe, dass sie gerade etwas Furchtbares durchmachen und trauern müssen. Deswegen gilt das, was ich sage, auch für immer. Meine Fans sind meine Familie. Viele Menschen geben Travis die Schuld dafür, was passiert ist. Vor allem, weil er das Konzert nicht beendet, als die Massenpanik ausbricht. Doch der Freund von Kylie Jenner stellt klar, er bekommt auf der Bühne nichts mit. Ich habe nichts gehört, man hört nichts in dem Moment. Ich habe erst nach der Show erfahren, was passiert ist, bei der Pressekonferenz. In dem Moment konnte ich es kaum glauben. Auch wenn Travis die Tragödie schrecklich leid tut, trägt er seiner Meinung nach nicht die Hauptverantwortung. Doch wen macht er dann verantwortlich? Das weiß er selbst noch nicht. Es ist verrückt. Hier ist etwas Tragisches passiert und ich möchte unbedingt herausfinden, was ist da passiert. Wie konnte das bloß passieren? Ich denke, wir schulden es den Familien und der gesamten Community, dass wir herausfinden, was da geschehen ist. Das überlassen wir jetzt professionellen Leuten. Eine weitere Frage, die sich gerade viele Fans stellen: Was macht das Trauma mit seiner Karriere? Kann Travis sich vorstellen, in Zukunft wieder aufzutreten? Bevor wir daran auch nur denken können, müssen wir uns um die Sicherheitsprobleme kümmern. Das kommt jetzt als allererstes dran. Wenn wir hier große Schritte geschafft haben, wäre es, glaube ich, gut, wieder aufzutreten, damit wir alle heilen können. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn die Menschen jetzt für immer Angst vor Konzerten haben und davor davonlaufen. Wir alle brauchen diesen Heilungsprozess. Abschließend offenbart Travis: Glaubt er, die Familien der Opfer können ihm das Unglück jemals verzeihen? Das ist eine schwere Frage, das ist wirklich hart. Ich will, dass sie wissen, dass es nie meine Intention war, ihre Familien zu verletzen. Ich wollte, dass sie zu meinem Konzert kommen und eine gute Zeit haben. Ich hoffe, dass die Familien das irgendwann verstehen können, dass ich ihnen nie etwas antun wollte. Es ging mir nie nur um die Show. Es geht mir um die Connection zu meinen Fans. Nach diesem offenen Interview können alle Beteiligten Travis sicher besser verstehen. Er sieht die Hauptschuld zwar nicht bei sich, zeigt aber dennoch Reue.